Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Mit mir dem Partian LP. So, die Empfindlichkeit wieder runterdrehen. Und jetzt gucken wir da mal herum wieder fleißig, was es hier denn gibt. Ist da jemand? Nein. Aber was plätschert hier denn so? Gegen wilde Horden, fremdes Heer, nimmt Vater Comstock sein Gewehr und stürzt sich mitten in die Schlacht, zu schützen Columbia vor Feindesmacht. Och, toller Reim. Mann, der ist kaputt, der Automat. Was ist das? Lobkick? Kick? Ah, damit die Schlösser öffnen kann. Ach ja, das ist das WC. Das verlassene WC, wo wir wenigstens Geld finden. Und da ist auch noch ein Lobpick oder Lobkick oder wie heißt das Ding? Egal. Auf jeden Fall suchen wir hier weiter. Ah, das kannst du jetzt öffnen, Elisabeth. Elisabeth? Kein Problem. Ich weiß, dass das kein Problem für dich ist. Fertig. Danke sehr. Oh Gott. Umso mehr ist... Oh Gott. Hey. Ich wollte dich gerade hacken. Warum bist du denn nicht kaputt? Oder ist der jetzt für immer für mich dabei? Ich glaube nämlich nicht. Einen Apfel wieder nehmen. Hey! Neue Waffe. Karabiner. Nehmen wir mal die einfach her. Benötigt 5 Lobkicks. Ja, super. Oder wie heißen die jetzt? Lockpicks. Okay. Schießt wenig auf mich? Nee, tut er nicht mehr. Hoffe ich auch, dass er nicht mehr tut. Mann, wir haben nur 4. Vielleicht finden wir da noch irgendwo eins. Hey, neue Ausrüstung. Was ist das? Ausrüstung nehmen. Aber ausrüsten brauchen wir den nicht unbedingt. Oh, ein Voxophon. Ich war 40 Jahre lang Soldat. Und jedes heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem weniger Einwohner. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz da und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Wir bleiben bei der Schrotflinte. Die gefällt mir eigentlich relativ gut. Das ist so eher mein Ding. So, wir müssen da rein, ne? Ja. Was ist denn das? Bronco. What the hell? Wir verbluten. Wir verbluten fast. Jedenfalls sind unsere Adern aufgeplatzt. Press to launch your enemies into the air. Hold and release to create an eruptive trap. Interessant. Das ist mal Salz. Und jetzt dürften die nächsten Gegner kommen. Wer ist da? Oh, nice! Nachladen.
Ach, da ist wieder so ein Maschinengewehr. Komm doch. Oh Gott, da werde ich ja auseinandergenommen. Fresst meine Krähen. Zapperlot, geh da rein. Gibt's hier etwas zu futtern? Das sind sie! Das wird schlimm für dich enden. So, da gibt's doch irgendwas, ja. Wusste ich's doch. Wo seid ihr denn? Keine Wahl. Naja, Wahl lasse ich dir schon. Nehmen wir wieder das Maschinengewehr. Und da kaufen wir uns... erhöht Martin der Pistole Schadensboost, erhöht Maschinengewehr Schaden. Erhöht Karabinerschaden. Panzerfaust, okay. Magazinvergrößerung. Ja, nehmen wir mal fürs Maschinengewehr, kaufen wir das einfach mal. So. Jetzt haben wir da mal... Was? Im Kampf knacken nicht möglich. Toll. Wo seid ihr denn? Da ist er! Hä? Da ist er. Ja, geht schon wenig besser, kommt mir vor. Übung macht den Meister, was? Ja, da hast du recht. Okay. Mach das mal auf. Lecker Zuckerwasser. Eigentlich müssten wir ja raus. Aber wir sehen uns hier noch um. Was es denn da alles zu holen gibt. Da haben wir auch wieder so ein Öffnungsteil bekommen. Oh. Und eine neue Ausrüstung. Vergleiche anzeigen. Dann nehmen wir die mal, dass wir schnell an unsere Waffe wiederkommen. An unser Schild. Eine Banane essen wir. Da ist auch noch Geld. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Jo, danke. Gut so. Und jetzt schauen wir da wieder raus. War jede Menge los. Munition für Panzerfaust. Kommt da jetzt irgendwas Riesiges oder warum bekommen wir da Muni für eine Panzerfaust? Und was ist hier oben? Da können wir raus. Und hier geht es nirgends weiter. Und schauen wir mal da raus. Da wäre ein Karabiner. Achtung, Krähe! Krähe? Diese verdammte Krähe. Da unten. Warum weitermachen? Kommt die da durch? Hallo, wo ist die Krähe? Ach, da kommt sie jetzt rauf. Ich kann auch eine Krähe verwenden. Okay, upsala. Das hätte ich vermuten können. Ja, ich dachte mir schon, dass dir das nicht so gefallen wird. Wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Naja, es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen. Was, du hast die Risse gemacht, oder wie? Ich bin das. Die lügt doch wie gedruckt. Ich brauche ein bisschen Muni wieder. Nehmen wir mal das Voxophon. Gott, er schafft alle möglichen Arten Soldaten. Aber er schuf nur einen Cornelius Slate. Mein Vater folgte ihm den San Juan Hill hinauf, durch die Gesandtschaften in Peking und, wie er sich ausdrückte, sogar durch die Hölle, wenn der Befehl dazu erging.
Heute beim Appell fragte Slade mich, ob ich Sergeant Monroes Tochter sei. Ich sagte, ja, Sir, die bin ich. Ah, da kann man, wenn man lange auf Kuh bleiben, Slade sagte, dein Vater wollte noch immer einen verändern. Sohn. Ich hoffe, der Dummkopf weiß, wie viel Glück er hatte. So, jetzt gehört das mal uns. Und hier ändern wir das wieder. Huh. Auf das Horse. Und das ändern wir auf die Flammendingens. Aber wir brauchen wieder ein wenig Salz oder sowas. Boah, da ist noch eins, oder wie? Das Ding will mir nicht mehr helfen. So, jetzt ist es kaputt. Ich habe mich schon mal gewundert, warum das denn in dem Haus so lange gehalten hat, weil immer wenn ich aufgehört hatte. Anscheinend wegen der Sache mit diesem Mann, diesem Slade. Naja, ich schätze, wir können diese Skylines nehmen. Wir müssen nur diese Das wird absolut fantastisch. Du hast jetzt auch so ein Ding. Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Dann such da mal herum. Da können wir ja noch rein. Die Strecke ist frei. Wir können die Skyline zur Hall of Heroes nehmen oder wir suchen in der Bar die Straße runter nach Nützlichen. Wir suchen da noch nach Nützlichen. Da ist nämlich Salz. Maschinengewehr wieder. Ausgezeichnet. Brauchen wir Geld? Ja. Danke. Da, Salz ist uns aber noch wichtiger momentan. Da. Wieder ein Voxophon. Wir erhielten einen Tipp, dass im Fellow Traveler geschmuggelte Waffen versteckt werden. Wir haben nichts gefunden, aber komisch. Zu den Budendielen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind Sie Slade, ja? Sir, die Waffen weg! Ah! Hast du das gehört, Comstock? Das war das Geräusch, das du nie gehört hast. So klingt es, wenn ein Soldat stirbt. Komm zur Hall of Heroes. Beweise, dass ich lüge. Da, eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Du bist doch die Oberkotknackerin, was heißt das? Keine Ahnung. Hier müsste irgendwo ein Codebuch sein. Okay. Finde die Chiffre. Wo ist denn dein Buch? Wo könnte denn da ein Buch herumliegen? Okay, nee, das passt nicht. Wo ist da ein Buch? Wo könnte da ein Buch herumliegen? Das sind Chips, aber die essen wir auch gerne mal. Liegt da irgendwo ein Buch rum? Hahaha, mysteriös. Komisch, komisch. Wo könnten da ein Buch rumliegen? Da sind wir reingekommen. Das ist auch kein Buch. Ein Lockpick haben wir. Ach, wo sind wir da reingekommen? Oder raus, beziehungsweise? Ich habe so das Gefühl, dass ich da nichts mehr finde. Da kommen wir auch nicht mehr durch. Da liegt ein Karabiner. Den Burschen kenne ich. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. Wer ist wer? Da war mal drinne. Da unten haben wir noch nicht geschaut. Ich scheiße jetzt auf das komische Buch. Und gehe einfach weiter.
Okay. Das hat mir jetzt was gebracht, dass ich nirgends hin kann. Ach, da nach vorne kann ich. Boah, wir sind da ja übermächtig, oder? Oder ich spring wieder zurück. Oh, ich glaube, ich müsste den Hebel noch öfters betätigen, dass ich da nach vorne komme. So, ich würde gern ein Stückchen zurück. Hallo? Yes. Jetzt geht's weiter. Dachte mir schon, dass ich ein bisschen falsch bin. Elisabeth ist hinter mir. Und jetzt da lang, oder? Müssen wir da lang? Ja, da müssen wir sogar lang. Da ist Salz. Hurra! So. Hurra, der Patrick ist da. Wo seid ihr denn alle? Sind nicht wir alle tot? Es ist traurig. Nehmen wir halt mal die Panzerfaust. Schießt das Präzisionsgewehr auf uns. Das sind mir wieder zu viele Krähen, ne? Cool. Tja, jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund Slate ist. Besorgen wir uns dieses Rockjockey und dann nichts wie weg. Wo sind die nächsten Gegner? Ich habe nicht. Bam! Wir holen uns wieder unser gutes altes... Wo habe ich mir das denn liegen gelassen? Da unten, ne? So. So, Elisabeth. Weiter geht's. Wir dürfen nicht wählerisch sein. Ah, meine Schilde. Mein Schild. Krähen bitte. Danke. Boah, Krähen sind einfach geil, weil die greifen mehrere Ziele auf einmal an. Und da kann man die Gegner schön in Ruhe erledigen. Da kann man nicht rein. So preschen wir mal ein bisschen nach vorne. Oh, die sind da oben verschanzt. Ach, eine schöne Lobeshymne für uns. Nee, vielleicht gibt's da Muni. Dollar Bill. Servus. Ja, Salz würden wir schon gebrauchen. Kaufen wir mal die 100%. Und für Maschinengewehr bitte einmal. Oder nicht nur einmal, sondern voll kaufen. Suchen wir die alle mal. Was hast du denn? Was holst du so? Wo geht's jetzt weiter? Hier rein?
Oh, schauen wir uns noch ein bisschen um. Ja, da ist auch noch eine Leiche. Die Kiste ist leer. Ach so, eine Zigarette zieht wieder Dingens ab, aber dafür gibt sie Leben. Und dieser blöde Radio... Achso, es ist gar kein Radio, aber trotzdem gibt das Punkte, das Kinestop. Who needs the power of country? Braucht ihr Lebendruck? Schock-Chocki. Ach ja, das müssen wir uns jetzt holen. Genau deswegen sind wir hier unterwegs. Und hier will ich jetzt rein. Cornelius Slate, der Mann war schon immer halb nah, halb Held. Ich war mir nie sicher, welche Seite gefährlicher war. Zu rar ist jener Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. So Leute, und ich sag, wir sehen uns in der Hall of Heroes beim nächsten Mal wieder. Ich sag, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Bioshock Infinity. Tschück, 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 Infinite und tschü, so soll es heißen. Ciao.